Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute ist es mal wieder Zeit für ein Frage-Antwort-Video. Und zwar hat mir einer von euch die Frage gestellt, kann ich eine Schallzahnbürste auch für einen 3,5-Jährigen benutzen? Wenn ihr die Antwort wissen wollt, dann bleibt dran. Die allgemeine Empfehlung der Zahnärzte ist es, dass eine Schallzahnbürste von Kindern ab 4 Jahren verwendet werden kann. Also 3,5 Jahre ist vielleicht ein bisschen früh, aber diese 4 Jahre sind auch nur ungefähr. Es ist sehr individuell abhängig, ab wann ein Kind eine Schallzahnbürste benutzen kann. Es kann also auch schon etwas eher als 4 Jahre möglich sein. Es kann aber auch erst später als 4 Jahre der Fall sein. Wichtig ist es, dass das Kind mit der Schallzahnbürste, ich sag mal, gut umgehen kann. Natürlich kann man jetzt von einem 4-Jährigen nicht so viel erwarten, aber man sollte schon darauf achten, dass das Kind nicht mehr auf der Zahnbürste herumkaut, dass es, ja, ich sag mal, anständig damit putzt, dass es nicht so doll aufdrückt, denn eine Schallzahnbürste hat natürlich deutlich mehr Power als eine weiche Handzahnbürste. Und zu guter Letzt muss das Kind natürlich auch die Putztechnik einer Schallzahnbürste erlernen. Also eine Handzahnbürste hat ja eine andere Putztechnik als eine Schallzahnbürste. Das Kind muss also umlernen. Das funktioniert am besten durch eine Vorbildfunktion der Eltern, indem das Kind einfach bei den Eltern sieht, wie die Eltern mit der Schallzahnbürste putzen und das Kind das nachmacht. Generell sind Kinder so gepolt, dass sie sowieso sehr gerne das benutzen wollen, was Mama und Papa benutzen. Und wenn die mit einer Schallzahnbürste putzen und das Kind mit einer Hand putzen soll, dann möchte es oft auch gerne eine Schallzahnbürste haben. Und so eine Schallzahnbürste ist ein bisschen wie ein Spielzeug für ein Kind, was gut ist, weil es dadurch motivierter ist, die Zähne zu putzen. Und gerade mit der Motivation, Eltern wissen das und kennen das so gut, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber es sollte natürlich nicht so enden, dass es wirklich ein Spielzeug fürs Kind ist und es damit einfach nicht anständig umgeht. Also ein Kind muss nicht mit einer Schallzahnbürste putzen, auch wenn eine Schallzahnbürste generell ein bisschen gründlicher putzt als eine Handzahnbürste. Trotzdem muss es das nicht. Man sollte gucken, was möchte das Kind gerne, womit hat es mehr Spaß, womit kommt es besser zurecht. Und das Wichtigste ist immer, dass das Kind das gerne verwendet und dass die Motivation einfach möglichst groß ist. Wenn das Kind dann mit einer Schallzahnbürste putzen mag und möchte, dann sollte man am besten auch eine Kinderschallzahnbürste kaufen und nicht die Schallzahnbürste, die man als Erwachsener benutzt, einfach mit einem kleineren Kopf benutzen. Denn Kinderschallzahnbürsten sind einfach ganz anders konzipiert. Sie sind halt kindgerechter. Sie haben oft ja so Comicfiguren, kindliche Zeichnungen darauf, dass das Kind das auch gerne benutzen mag. Sie sind auch in der Regel kleiner und leichter, denn man muss sich ja vorstellen, dass das kleine Kind diese Schallzahnbürste auch halten muss. Und wenn sie leichter ist, kann es einfach besser damit putzen, besser damit umgehen. Und hinzu kommt auch, dass es für die Erwachsenenzahnbürsten oft gar nicht so kleine Bürstenköpfe gibt, wie für die Kinderschallzahnbürsten. Also die Kinder Bürstenköpfe, die sind einfach für die kleine Mundhöhle und die kleinen Zähnchen der Kinder konzipiert. Manche Kinderschallzahnbürsten haben auch bestimmte Melodien und Timerfunktionen und allerlei lustige Dinge, die das Kind zusätzlich motivieren können, die Zähne gerne zu putzen. Wichtig finde ich auch, dass wenn das Kind die Putztechnik der Schallzahnbürste erlernen soll, dass man dem Kind nicht ständig wieder die Handzahnbürste auch gibt. Also, dass das Kind nicht ständig zwischen der Handzahnbürste und der Schallzahnbürste wechseln muss, sondern dass man zumindest in der Anfangsphase dann konsequent die Schallzahnbürste verwendet, damit das Kind die neue Putztechnik erlernt und nicht ständig hin und her wechseln muss und am Ende womöglich völlig durcheinander ist, sondern wirklich weiß, okay, jetzt mit der Schallzahnbürste putze ich so. Und wenn es dann mal möchte, kann es auch irgendwann wieder eine Handzahnbürste verwenden, aber es muss halt den Unterschied kennenlernen, wie es mit einer Handzahnbürste und mit der Schallzahnbürste zu putzen hat. Und das funktioniert am besten, wenn man gerade in der Anfangsphase nicht ständig hin und her wechselt. Was auch ganz, ganz wichtig ist und was ich leider in der Praxis viel zu häufig bemerke, was nicht gemacht wird, ist, dass die Eltern, wenn das Kind die Zähne putzt, dabei sind,
das Kind ja beobachten, dass es das richtig macht und vor allem, dass sie hinterher nachputzen. Denn Kinder mit 4 Jahren, ganz im Ernst, die können sich nicht alleine die Zähne putzen. Wie sollen sie das machen? Natürlich ist es wichtig, dass es erstmal alleine putzt, das Kind, und es mit der Zeit lernt. Aber sie können niemals so gründlich putzen, dass es ausreicht, dass das Kind alleine putzt. Die Eltern sollten nachputzen. Und das machen viele Eltern leider nicht oder sie hören viel zu früh damit auf, nachzuputzen. Man sagt ganz grob, wenn ein Kind in der Lage ist, die Schreibschrift zu beherrschen, dass es dann auch in der Lage ist, sich selbstständig die Zähne zu putzen. Aber auch das ist nur ein grober Richtwert und variiert von Kind zu Kind sehr stark. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Ich würde mich super darüber freuen, wenn euch irgendein Video von mir bisher geholfen hat. Würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und damit mich und meinen Kanal unterstützt. Und dabei unterstützt zu wachsen, mehr Leute zu erreichen und damit auch mehr Leuten helfen zu können. Und wie immer würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!